Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute haben wir Ostermontag und ich habe mir überlegt, ich will heute doch nochmal ein etwas größeres, aufwendigeres Video machen zur Feier des Tages. Und ja, Freunde, ich habe mir einfach gedacht, heute gibt's mal ein Chucky-Special. Ich habe gesehen, dass Chucky ja im Moment irgendwie wieder in aller Munde ist. Meine alten Chucky-Videos bekommen gerade ultra viele Aufrufe. Und ich weiß zwar nicht warum, aber ich komme natürlich den Wünschen meiner Zuschauer nach und somit gibt es heute mal ein Chucky-Special. Ich zeige euch alles, was ich von Chucky in der Sammlung habe und wir legen gleich mal los. Ich habe es hier neben mir stehen. Einmal muss ich es gerade holen. So, bisschen schwer das Teil. So, also wir haben hier den Chucky Schuber von Birnenblatt mit ein paar Mediabooks drin. Und hier so einem Styroporteil, aber das ist jetzt ja erstmal egal. Das habe ich nur noch als Platzhalter drin, weil ich eben noch nicht alle Mediabooks von Chucky in der Sammlung habe. Das lege ich hier auch erstmal zur Seite. So, also, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Den Schuber halte ich euch am Ende nochmal in die Kamera. Ist vielleicht ein bisschen besser. So, also, wir fangen hier mal an mit dem ersten Teil, will ich jetzt einfach mal sagen. Fangen wir hier mal an. So, Chucky, die Mörderpuppe hier, Mediabook von 84 Entertainment im wattierten Mediabook. Sehr schönes Teil. Ja, ich zeige euch die aber gleich nochmal schön im Näheren. Hatten wir ja auch letztens bei Megara, aber das hier ist ein Chucky-Special. Deswegen, heute gibt es nochmal alles. Und zwar, ja, richtig schön detailreich. Ich zeige euch alles in der Nahaufnahme. Und ja, das Video geht dann eben ein bisschen länger, ist aber egal. So, lege ich jetzt hier mal zur Seite. Und dann machen wir weiter. Was haben wir hier noch? Ich erstmal hier den raus. So, dann haben wir hier nämlich Chucky, jetzt muss ich aufpassen, dass das hier nicht umfällt alles. So, also dann haben wir hier nämlich Chucky Nummer 2 im Mediabook von Birnenblatt. Sehr schönes Teil. Schönes Artwork, zeige ich euch aber gleich im näheren Design etwas besser. So, dann machen wir weiter mit Curse of Chucky von Birnenblatt im Mediabook. Sieht so aus. Auch schönes Teil, muss ich auch sagen. Zeige ich euch aber, wie gesagt, gleich auch nochmal im Näheren. Auch mal zur Seite. So, dann haben wir hier noch drin Chucky, also Cult of Chucky, der 7. Teil und der letzte der Originalreihe bis jetzt. Sehr schönes Mediabook auch. Zeige ich euch gleich nochmal im Genaueren, lege ich auch mal zur Seite. Und dann haben wir hier aber noch was. Und zwar Child's Play, das Remake von, jetzt fällt mir schon wieder der Name nicht ein, von Cape Light, genau, sorry. Sehr schönes Teil auch. Und auch das zeige ich euch gleich im Näheren natürlich nochmal. Was ich euch jetzt hier schön zeigen kann, das seht ihr nämlich so am besten, ist der Schuber von Chucky von Birnenblatt, der beim zweiten Teil dabei war. Sehr schöner Schuber, gefällt mir mega gut. Und ja, bis ich eben nicht alle Mediabooks habe von Birnenblatt, mache ich hier eben noch die anderen rein. Sehr schönes Teil, sieht es von vorne aus, steht neben Chucky. So sieht es von der Seite aus. So von hinten, auch sehr schön. Und so von dieser Seite. Von unten sieht es so aus. Und von oben dann eben so. Ist auch sehr stabil, hört mal. Ne? Ist wirklich sehr stabil. Und kann man absolut nicht meckern. Schöner Schuber. So, und lege ich auch mal zur Seite. Dann war es das mit der Einleitung. Ich würde sagen, wir gehen über zu den Mediabooks in der Detailansicht. Und dabei wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Lehnt euch zurück und genießt das Chucky Special am Ostermontag. Viel Spaß, Freunde. So, und nach diesem absolut gruseligen Jumpscare legen wir los mit Chucky oder Child's Play, dem Original. Mega cool, hier mit diesem Schuber. Hier einmal der Schuber, seht ihr ja, hier steht nochmal drauf dann eben Child's Play, Chucky, die Mörderpuppe. Sehr nice auf jeden Fall, da haben wir hier schon mal das Lenticular. Aber wir schauen uns zuerst mal hier diesen Good Guy Karton Schuber an. Sehr schön auf jeden Fall, ist eben gemacht wie der Good Guy Karton aus dem Film. Finde ich eine schöne Idee, muss ich ehrlich sagen, und es gefällt mir auch gut. Also, muss ich ehrlich sagen, es ist eine schöne Sache. So, so viel aber mal dann zum Schuber. Den lege ich zur Seite. Die Wattierung ist sehr gut bei diesem Mediabook, muss ich echt sagen. Und dann haben wir hier eben das Lenticular, soll eben das Sichtfenster sein, aber das seht ihr ja selbst, sehr schön gemacht.
Wenn man das hier bewegt, schaut unser guter Chucky hier einmal ein bisschen fröhlich und einmal ultra böse. Und ja, wir wissen ja, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und ist einfach nur nice, muss ich ehrlich sagen. Also gefällt mir persönlich sehr gut das Ganze hier. Auch in einer guten Qualität. Sehr schöne Sache. Gehen wir über zum Spine. Hier steht dann auch nochmal Chucky. Auch schön gemacht, muss ich sagen. Ihr seht, das Mediabook ist natürlich durch die Wattierung etwas dicker. Sehr schön. Gefällt mir gut. Gehen wir über zum Backdesign. Das schaut so aus. Auch schön eben auch nochmal in diesem Good Guy Karton Look gehalten. Finde ich mega schön. Schöne Idee auch von 84 Entertainment. Ja, top Teil. Und eben die Erstveröffentlichung auf Blu-ray. Und ja, hier sehen wir auch gleich auf der linken Seite die erste Disc. Und die nehme ich jetzt hier mal raus, wenn ich sie rausbekomme. Ja, ich bekomme sie raus. Sehr schöne Sache. Und so schaut die eben aus. Mega cool gestaltet auch. Gefällt mir gut. Das Ganze hat auch einen echt einheitlichen Look, wie ihr jetzt hier seht. Auch vom inneren Design her finde ich das Ganze schön gemacht. Wir haben einen sehr einheitlichen Look. Passt alles sehr gut zum ja Frontdesign, sag ich jetzt mal, des Mediabooks. Und das Ganze ist echt sehr einheitlich gestaltet. Blättern wir durch das Booklet, fällt uns auch hier wieder auf, dass das Ganze sehr einheitlich ist, sehr schön gemacht ist, muss ich echt loben. Wir haben echt dicke Seiten, Freunde, also da kann man absolut nicht meckern. Und ja, ich rede mal ein bisschen über den Film. Sehr schöner Film, einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Ein schöner 80er Jahre Horrorfilm. Chucky ist ja Kult. Und hier natürlich im ersten Teil. Sehr schön, auch ein bisschen gruselig noch heute, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich hat er damals höchstwahrscheinlich besser gewirkt, aber ich finde auch heute sind die Effekte noch geil. Und Chucky hat schon was, ne? Also ist schon cool gemacht, gefällt mir einfach gut. Ist jetzt natürlich nicht der gruseligste Horrorfilm oder so, also ihr dürft jetzt hier kein absolut Atmosphäre ultra erwarten, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Es ist eben typische 80er Jahre Atmosphäre und das Ganze ist einfach schön gemacht. Wirklich. Also gefällt mir einfach gut. Oder was heißt 80er-Jahre-Atmosphäre? Ihr wisst, was ich meine. So eine typische Kult-Atmosphäre, die hier eben aufkommt. Sehr schön. Gefällt mir mega. So, hier die zweite Disc. Auch cool gemacht. Und jo, dann schauen wir uns noch hier den Innendruck an. Auch der kann sich sehen lassen, wie wir sehen. Und ja, erster Film top auf jeden Fall. Der Film ist richtig geil. Und der Innendruck auch. Kann man so machen. Ich mache die Discs nochmal rein, Freunde. Einmal und dann noch die andere Disc, Nummer 2 und dann sind wir auch schon durch mit dem ersten Teil. Und wo habe ich jetzt den Schuber hingelegt? Genau, hier habe ich den Schuber hingelegt. So, lege ich zur Seite und dann machen wir weiter mit Chucky Nummer 2. Ja, und zu Chucky Nummer 2 muss ich natürlich auch sagen, ein mega cooler Film auf jeden Fall. Hat mir auch richtig gut gefallen, damals bei der Erstsichtung. Hier von Birnblatt in Cover-Variante B müsste das sein. Das ist das Originalmotiv. Mega cooles Artwork hier. Unser guter Chucky mit der Schere sieht einfach geil aus. Das Ganze ist matt gehalten. Top gemacht einfach. Vom Spine her schaut das Ganze dann so aus. Steht eben auch Chucky 2. Und ja, auch cool gestaltet. Wir gehen über zum Back-Artwork, das wir hier eben auch haben. Sehr schön gemacht. Auch hier schön gestaltet. Und jo, wunderbar. Hier seht ihr auch meine Limitierungsnummer dann hier unten. Ja, viele haben sich ja damals geärgert. Von Birnblatt kamen so unwattierte Mediabooks raus und dann von 84 ein wattiertes. Ich vermute einfach mal, dass da irgendwann noch was nachgereicht wird von 84. Ja, wann, kann ich euch nicht sagen, Freunde. Aber ich vermute mal irgendwann. Also, aber mir reicht das hier höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich mir da nochmal eins kaufe. Ja, ich weiß es noch nicht, Freunde. Ich weiß es wirklich noch nicht. Muss ich dann auch spontan entscheiden. Ja, ist halt nochmal so eine Sache, wenn du dir den Film dann nochmal kaufst. Manche haben ihn wahrscheinlich sich auch noch gar nicht gekauft, weil sie eben auf diese VÖ warten. Ich denke, dass sie erscheint, aber wann kann ich euch zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sagen. Ja, schauen wir mal. So, also, dann sieht das Ganze hier so aus. So schaut die Blu-ray-Disc aus von Chucky 2. Schön gestaltet, gefällt mir mega gut. Ist ein schönes Artwork. Leg ich jetzt mal zur Seite. Innendruck haben wir hier auch. Schaut eben so aus. Ja, geht auf jeden Fall klar. Ist in Ordnung.
Dann kommen wir zum Booklet, zum Zombie-Magazin. Hier noch ein bisschen was zum Film. Die technischen Daten und so eben aufs Booklet aufgedruckt. Finde ich eine schöne Idee. Ja, ist nicht schlecht, ist eine gute Lösung. So, dann kommen wir zum Zombie-Magazin. Und ja, Chucky 2, let's go. Schönes Booklet, muss ich sagen. Auch hier wieder schöne Qualität, genauso wie bei 84 zum ersten Teil. Wir haben eine echt hochwertige Quali. Und bei Birnblatt natürlich auch ein gebundenes Mediabook, wie wir hier auch erkennen können. Finde ich sehr schön, dass man hier das Mediabook gebunden hat. Das ist eine mega gute Qualität. Und ja, es gibt wenig Labels, die das machen. Muss ich ganz klar hervorheben hier. Also ich kenne ehrlich gesagt kein anderes Label, das hier noch Mediabooks bindet. Das ist schon eine echt gute Qualität. So. Zum Film muss ich sagen, wie gesagt, hat mir mega gut gefallen. Schöner Film, gute Fortsetzung. Auch hier wieder die Atmosphäre vom ersten Teil sehr gut eingefangen. Ich muss sagen, ich fand die Geschichte echt interessant. Und muss mir auch noch Teil 3, 4 sowie 5 zulegen. Das ist ja dann eben noch Chucky 3. Dann kommt, glaube ich, Chucky und seine Braut und dann Chuckys Baby. Ja, die muss ich mir eben noch zulegen. Gibt es auch Mediabooks von Birnblatt. Muss ich mir eben noch zulegen. So, hier haben wir das Audiobook, das habe ich mir auch angehört. Ist eine schöne Sache, muss ich ehrlich sagen. Wer nicht lesen möchte, kann sich es eben hier anhören. Finde ich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Also sowas in ein Mediabook zu packen anstelle der DVD ist mal was Neues. So, Innendruck technisch haben wir hier das. Kann man so machen, finde ich okay. Kann man so machen. So. Wir machen die Discs nochmal rein. Ich finde halt das mit dem Audiobooklet war ja auch bei den anderen Chucky-Teilen natürlich so. Und auch beim Hitcher vom Remake der Mediabook war ja auch vom Birnblatt eine Audio-CD drin. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Mediabooks gibt mit einer Audio-CD. Ich vermute einfach mal schon. Ja, das hier ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So, sind wir auch durch mit Chucky Nummer 2. Und wir machen weiter. Ja, Freunde, heute das Video geht natürlich ein bisschen länger. Ich habe gedacht, am Ostermontag kann man sich sowas doch mal in Ruhe anschauen. Ist doch eine schöne Sache. So, wir machen weiter mit Curse of Chucky. Jetzt hier in der Cover-A-Variante, die habe ich mir damals bestellt. Hab's ehrlich gesagt, was heißt bereut? Das ist ein schönes Cover, aber ich wollte dann im Nachhinein ja doch die Original-Kinoplakat-Motive. Ja, gut, jetzt habe ich halt die hier. Ist jetzt egal. So. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Schönes Mediabook, muss ich echt sagen. Gefällt mir auch wieder gut. So schaut es vom Spine her aus. Ja. Und jo, so vom Backdesign her eben. Auch schön gestaltet. Gefällt mir gut. Hier seht ihr meine Limitierungsnummer. Ich hoffe, ihr könnt das so immer gut erkennen. Aber ich denke mal, dass es eigentlich gehen müsste. So, dann kommen wir zu den inneren Werten. Und auch hier wieder auf der linken Seite die Blu-ray-Disc. Schaut so aus. Schön gestaltet. Ja, gefällt mir gut, muss ich sagen. Und dann haben wir hier den Innendruck sowie das Booklet. Hier nochmal die technischen Daten zum Film. Und dann let's go Zombie-Ausgabe zu Curse of Chucky. Ja, bin gespannt. So, schönes Teil. Muss ich auch schon wieder sagen, gute Qualität. Sehr gut, auch hier wieder gebunden. Wir haben wieder ein gebundenes Booklet natürlich. Finde ich echt schön, dass Birnblatt sowas hier macht. Gebundene Booklets, wie gesagt, ist eine Seltenheit, muss man ganz klar sagen. Finde ich echt eine schöne Idee, dass Birnblatt hier ja einen neuen Weg, kann man ja schon sagen, geht mit gebundenen Booklets, weil macht ja kein Label so. Finde ich echt ganz schön und die Quali stimmt halt auch einfach, ob das Ganze dann langlebiger ist. Ich vermute es mal schon, weiß es aber nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Aber bis jetzt ist mir noch kein Booklet aus irgendeinem Mediabook, ob geklebt, getackert oder sonst was, rausgegangen. Also hat sich bis jetzt noch keins gelöst. Ich möchte jetzt auch nicht beschwören. Ja, deshalb könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal hattet, ob ein Mediabook bei euch schon mal aus der, ja, oder auf dem Booklet bei euch schon mal aus dem Mediabook rausgegangen ist. So, hier haben wir das Audiobooklet wieder. Auch schön, dass hier wieder sowas dabei ist. Ja, Innendruck schauen wir uns auch noch an. Im Kompletten schaut es dann eben so aus. Schön gestaltet auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Und dann mache ich hier die Discs nochmal rein.
einmal und zweimal. So, und dann kommen wir zum letzten von Birnenblatt, nämlich Cult of Chucky noch. So, und den habe ich gesehen, der hat mir gut gefallen. Das Mediabook schaut so aus, auch ein schönes Teil, muss ich sagen, gefällt mir auch mega gut. Auch schön gestaltet, muss ich echt sagen, schön gemacht. Jo, und wir schauen es uns mal vom Spine an. Hier hätte ich halt auch lieber die andere Variante gehabt, also Cover B im Nachhinein. Aber ja, kann man halt jetzt nicht mehr ändern. So, vom Spine her schaut das Ganze dann eben so aus. Auch schon nochmal schön einheitlich eben zu den anderen. Schön gemacht. Und von hinten schaut das Ganze dann so aus. Auch ein schönes Back-Artwork. Hier seht ihr meine Limitierungsnummer. Und ja, auch das gefällt mir richtig gut. So, gehen wir über zu den inneren Werten. Auf der linken Seite haben wir hier eben wieder die Blu-ray-Disc. Die ist jetzt hier ein bisschen schwieriger drin, mache ich so rum. So, so schaut die aus. Auch cool gestaltet, gefällt mir gut. Und hier haben wir den Innendruck wieder. Eben dem Pullover-Muster von Chucky hier eben wieder. Ja, manche haben ja ein bisschen gemeckert. Ich finde es okay, aber es hätte schönere Artworks gegeben, ganz klar. So, technische Daten. Und dann wieder das Zombie-Magazin zu Cult of Chucky. Ja, zum Film. Ich muss sagen, mir hat der Film gut gefallen. Hat gegen Ende auch ein paar brutale Szenen drin. Hat natürlich nicht mehr so viel mit der alten Chucky-Reihe zu tun. Ist halt eher wieder witzig gemacht. Chucky und seine Braut und Chuckys Baby sollen ja auch in diese Richtung gehen. Ist hier eben auch eher wieder witzig gemacht. Aber ich fand ihn ganz gut, fand ihn interessant. Ist halt immer noch brutal und atmosphärisch, hat aber ein paar witzige Elemente mit drin. Und hat ja auch eine FSK 18 im Gegensatz zu den anderen Teilen. Ich glaube, der ist auch der einzigste, der noch eine FSK 18 hat. Wobei ich mir beim Moment bei Chucky und seine Braut, der müsste, glaube ich, auch noch eine FSK 18 haben. Und ich glaube, Chucky 3 hat auch einen. Bin da jetzt aber nicht so ganz informiert, aber ich glaube mal schon. Ich glaube aber, das sind dann die einzigen. Chucky 3, Chucky und seine Braut und eben Cult of Chucky. Das sind die einzigsten drei, die eine 18er haben, so viel ich weiß. So, hier das Audio-Booklet. Auch das ist wieder, ja, nice, dass es dabei ist. Ja, Booklet hier natürlich auch wieder, brauche ich nichts zu sagen, wie bei den anderen auch. Sehr qualitativ hochwertig. Und so schaut der Innendruck aus. Auch schön gestaltet. Also, ja, was heißt schön gestaltet? Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es hätte natürlich auch was anderes gerne dabei sein können. Ja, ihr wisst selber, ne? Ist jetzt nicht das geilste Artwork für innen, aber man kann es halt machen. Sag ich mal so. Ist jetzt nicht absolut blöd oder so. Schönes Artwork übrigens auch von vorne, wobei ich auch hier lieber das Originalmotiv gehabt hätte. So. Dann kam 2019, ich glaube 19, da war ich nämlich auch im Kino, kam dann Child's Play, das Remake, komplett eine andere Richtung hier eben mit so Robotern, also Roboter Chucky, so einem, ihr wisst, was ich meine, habe schon mal eine Review dazu gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen, auch cool, das Mediabook hier von Cape Light, mega nice, wir haben hier so eine Glanzveredelung bei der Schrift und wenn ihr das in die Sonne legt, dann leuchtet das nachts, ne? Das ist, also wenn es dunkel ist, leuchtet das dann. Das ist schon mega cool und ist eine schöne Idee, muss ich ehrlich sagen. Das hat auf jeden Fall was. Schönes Artwork. Ja, fühlt sich auch mega hochwertig an. Und das hier leuchtet dann eben nachts. Schön gemacht. So, vom Spine her schaut das Ganze dann so aus. Child's Play. Schönes, schöne Spine-Gestaltung. Gefällt mir auch mega gut. Vom Backdesign schaut es dann eben so aus. Auch ein schönes Back-Artwork. Ja, diesen Flyer mit der Inhaltsangabe habe ich jetzt gerade nicht hier, aber ich denke, jeder weiß eben, was es hier geht. Und wenn nicht, schaut euch gerne mal meine Review zu an. So, kommen wir zu den inneren Werten. Und ja, hier haben wir einmal auf der linken Seite die erste Disc, die ich jetzt hier mal rausnehme. Die ist echt schön gestaltet, muss ich sagen, gefällt mir gut. Jo, und der Innendruck ist auch cool. Und dann kommen wir zum Cape Light Booklet,
Und auch hier eine wirklich gute Qualität, Freunde. Und hier muss man ja auch noch bedenken, man zahlt plus 20 Euro. Mega gute Qualität. Vor allem für den Preis. Mega gut. Ja, auch viele Informationen über den Film. K-Plate ist echt so ein Label, die geben sich ultra viel Mühe und verlangen echt einen kleinen Preis. Also, ja, Hut ab vor diesem Label, ehrlich. Sehr schöne Arbeit. Ja, schönes Mediabook, schönes Booklet. Einiges an Text, die Gestaltung ist auch schön und das Papier ist halt auch wirklich richtig hochwertig. Da kannst du absolut nicht meckern. Das ist echt eine Top-Quali und eine Top-Arbeit. Jo. So, dann war's das. Das krieg ich hier nicht raus. Disc Nummer 2 schaut so aus. Auch schön gestaltet. Und dann lege ich auch die hier mal zur Seite. Und der Innendruck schaut eben so aus. Auch schön gestaltet, muss ich echt sagen. Gefällt mir gut. Schöner Innendruck. Und auch den Film fand ich persönlich richtig cool. War eben mal was anderes. Ja, war halt kein 1:1 Remake. War halt mal eine Neuinterpretation. Viele fanden es nicht gut. Ich muss sagen, ich fand ihn echt gut. Mir hat er gut gefallen. War halt was anderes. Und ich fand es schön. Hat zur Neuzeit gepasst. Natürlich kann man ihn nicht mit dem Original vergleichen, ist klar. Aber ich fand, es war eine schöne neue Interpretation des alten Chuckys und eben keine 1:1 Kopie. Ist doch auch mal schön. So, Freunde, dann war's das mit diesem Chucky Special. Ich weiß, das Video ging ein bisschen länger. War ein schönes Video, aber meiner Meinung nach. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wie gesagt, gerade weil ich gemerkt habe, Chucky wird im Moment oft geklickt und so, habe ich mir gedacht, ja, mit diesem Chucky Special, ja, mache ich euch bestimmt eine Freude. Und ja, ich würde einfach mal sagen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend an diesem Ostermontag. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Euer Moviepyro 911. Und ciao. We'll be right back.